Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder auf dem Gartengrundstück und nachdem wir beim letzten Mal einfach so ein bisschen die Schönheiten bewundert haben, die es hier gibt im März, ist es heute hier eher so eine Art Arbeitseinsatz. Also heute geht es wirklich darum, mal ein bisschen was zu schaffen im Garten. Und zu gucken überhaupt erstmal, was eigentlich für Arbeiten anstehen. Heute ist jetzt der 20. März und es sind heute bestimmt so 15 Grad. Es ist schon richtig frühlingshaft und man kann jetzt wirklich dann loslegen mit der Gartenarbeit und einfach mal so ein bisschen gucken, was eben erledigt werden muss. Und ja, und das werde ich jetzt einfach gleich mal machen und ich zeige euch einfach ein paar Stellen, die jetzt ganz dringend mal bearbeitet werden müssen. Ja, und es fängt schon hier direkt an bei dem Gartenteich. Das sind noch die ganzen alten Pflanzenteile drin vom letzten Jahr. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie man da an die Sache rangehen sollte. Abschneiden, rausholen komplett. Schwierig. Aber eins kann man sagen, es ist eigentlich wichtig, dass man das sehr zeitig macht, weil in dem war ja, da haben wir, wenn in ein paar Wochen sind da Molche drin und Gelbrandkäfer und alle möglichen Libellenlarven und es sind teilweise richtig seltene Tierarten und deswegen ist es schon wichtig, dass man das dann immer macht, bevor die ganzen Larven dann da sind. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal schauen, wie man da am besten an die Sache rangeht. Ja, und das gleiche gilt dann auch für den Bereich im Weiher, wo man eben hier besonders sieht, dass eben das Laub sich hier im Teich so stapelt, dass es schon an die Oberfläche kommt. Und wenn man quasi da nichts macht, dann wird es irgendwann komplett verschlammen beziehungsweise verlanden und da ist es genau das gleiche eigentlich. Wenn man damit zu lange wartet, sind da lauter Larven drin und wenn man die dann aus dem Wasser rausholt an dem heißen Tag, dann gehen die alle ein und das wäre halt sehr schade. Ja, hier sind wir unter der Haselnuss. Ich filme einfach mal hier so hoch. Da machen wir es eigentlich immer so, dass wir diese dünnen Äste im Frühling einfach rausschneiden, damit eben der eigentliche Stamm bzw. die Stämme dann erhalten bleiben. Und diese dünnen Äste, die holen wir einfach mal raus. Ja, und das Ganze hier am Wasser entlang, das sind eigentlich richtige Beete. Wir haben hier zwar viel Wiese, aber das Ufer ist eben tatsächlich so eine Art Beet. Ja, und man sieht es halt hier, wie viel Arbeit hier noch ansteht. Das hier ist die Feige. Und darunter sind halt viele Lilien. Und wir haben hier halt immer so ein bisschen Probleme mit diesem Gras. Das ist irgendwie ein Sauergras, irgend so eine Seggenart oder ich weiß nicht. So ein kandiges, sumpfartiges Gras. Das sieht eigentlich super schön aus, wenn es blüht. Aber das breitet sich halt unterirdisch aus und zwar richtig tief, also wirklich einen halben Meter oder tiefer. Und man kann das eigentlich gar nicht, man kann das fast nicht mehr aufhalten, wie sich hier das ausbreitet. Und es ist halt schade, weil dort eben noch so viele andere Pflanzen sind, die so schön wären, aber dann unterdrückt werden. Zum Beispiel, die man hier sieht. Also das könnte eine Hyazinthe sein. Und die kriegt fast kein Licht wegen dem Gras. Hier habe ich gestern schon ein bisschen was gemacht und habe die Lilien befreit von altem Laub und die können jetzt schon richtig gut wachsen und sind eigentlich auch fast konkurrenzlos.
Ja, und hier dieser Bereich, das ist eigentlich der einzige Bereich, wo dieses Gras auch wachsen soll. Und das will ich jetzt einfach so ein bisschen verjüngen, kürzen, einfach die alten Blattbestandteile abschneiden. Und ich denke, dass ich damit auch jetzt anfange. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Wenn ich dann soweit bin oder wenn ich dann, bevor ich heimgehe, dann nehme ich einfach noch mal kurz das Ergebnis auf, so eine Art Vorher-Nachher. Und vielleicht kann ich euch ja damit so ein bisschen inspirieren und motivieren, in den nächsten Tagen auch mal so ein bisschen rauszugehen und sich von den alten Altlasten zu trennen, sozusagen. Dann bis später. Tschüss. Ja, so schaut jetzt das Ganze aus. Ich habe jetzt eigentlich in der Hauptsache einfach die Grasteile vom letzten Jahr abgeschnitten, um einfach ein paar andere Pflanzenarten freizulegen. Zum Beispiel die hier. Die müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr von dem Gras auch wegtun, damit die in Ruhe wachsen kann. Oder auch das hier. Das dürfte auch eine Lilie sein. Und dann haben wir auch hier nochmal ein paar Lilien, die jetzt auch in Ruhe wachsen können. Und dann halt hier haben wir nochmal diese Pflanze. So, dann überall da, wo man diese solchen Teile sieht, diese kräftigeren ehemaligen Blüten. Stängel, das ist da, wo die Astern wachsen. Das sind ja Stauden, die kommen auch jedes Jahr, die blühen dann im Herbst. Und hier haben wir nochmal Lilien, die jetzt auch sich ein bisschen besser zumindest entwickeln können. Ich meine, es ist natürlich schon erforderlich, dass man an manchen Stellen dann noch mehr von dem Gras dann auch wegnimmt. Von diesem Gras, wo ich so eine Hassliebe, die eher in Richtung Hass geht, habe. Das wächst hier halt überall, dieses Gras, und alles andere kann sich dann halt schlechter entwickeln. Das gilt auch hier für die Lilien, obwohl die schon richtig gut aussehen. Und hier habe ich dann eben auch alles noch ein bisschen freigelegt und den Besen ein bisschen gekehrt. Und hier sind noch mehr Lilien. Und das ist die Pflanze, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass eigentlich noch mehr von dem Gras weggenommen wird. Aber das ist halt wirklich schwierig, ohne dass man das andere halt verletzt. Weil das eben auch so tief in den Boden steckt, das ist halt ganz schwer, das rauszutun. Ja, und da habe ich jetzt dann erst so lala das Ganze gemacht, weil ich bin jetzt auch schon recht müde und habe mein Getränk daheim vergessen. Aber ich habe halt so das Gröbste zumindest so weggeschnitten. Vor allem von dem alten Gras. Bei der Feige, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Vielleicht auch ein bisschen die Zweige einfach ein bisschen ausdünnen. Ja, genau. Ja, so wie gesagt, also das ist jetzt halt kein Hausgarten, sondern Naturgarten sozusagen. Und da ist man schon mal einigermaßen froh, wenn das so einigermaßen gut wächst und einigermaßen gepflegt ist. Aber
ich denke, es sieht schon ganz gut aus. Ich meine, das hier ist halt natürlich jetzt mir ein Dorn im Auge. Aber da würde ich vielleicht dann mich auch mal mit den anderen so ein bisschen abstimmen, wie wir das halt machen wollen. Ob man das verjüngen kann, wann man das am besten macht. Also das ist halt ein bisschen, ja, mal schauen. Ja, ich hoffe einfach, dass es so ein bisschen interessant für euch war und euch vielleicht auch ein bisschen motiviert hat, so ein bisschen zu sehen, dieses Vorher-Nachher-mäßige. Ich finde es einfach immer ein ganz schönes Gefühl, wenn man dann was geschafft hat und wenn man dann den Pflanzen, die man halt am liebsten mag, zum Beispiel jetzt die Lilien, dass man die so ein bisschen unterstützt. Das finde ich immer, das gibt einen irgendwie das Gefühl, was Sinnvolles gemacht zu haben. Und es ist einfach toll. Außerdem konnte man dann richtig erschöpft nach Hause, hat richtig was gemacht, körperlich. Und man hat dann auch richtig, richtigen Hunger. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so nach einem Tag im Büro heimkomme, da habe ich auch Hunger. Aber das ist halt ein anderer Hunger, wie wenn man halt jetzt so in der Garten, im Garten halt was gemacht hat, was richtig anstrengend war. Dann hat man halt richtig Lust, irgendwie einfach ein deftiges Brot oder so zu essen, und ich finde, das fühlt sich einfach super an. Also jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass es für euch interessant war, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!